Moin Leute, ich möchte ein neues Video machen über die Taufe der Zeugen Jehovas. Wir gucken uns das Ganze mal aus verschiedenen Blickwinkeln an, weil mir ist da noch was Interessantes aufgefallen und was auch die letzte Zeit so reinkam und der Vergleich, weil die so auf den Putz hauen und immer andere für Dinge beschuldigen. Jetzt zum Beispiel die Kindertaufe in der Kirche, also die Babytaufe, ja. Aber selber führen sie die Kleinkindtaufe durch, als wenn sie ein paar Jahre älter sind. Und das bringt ihnen also was, ja. Es ist sogar noch schlimmer. Warum das so ist, das werden wir uns gleich angucken. Weil ich kann ja irgendwas behaupten, aber wir werden jetzt mal ein paar Sachen durchsprechen und das könnt ihr euch alles ganz in Ruhe angucken jetzt hier. Ich habe hier schon mal beim Bibelserver hier den Bibeltext hier, ja. Der ist bei den Zeugen Jehovas ganz ähnlich. Matthäus 28. Hier wird gesagt, Vers 19, geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieser Text wird normalerweise gesprochen vor der Taufe und dann wird derjenige untergetaucht vollständig. Das ist so das Einzige, was bei der Taufe bei den Zeugen Jehovas stimmt, das vollständige Untertauchen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn die Taufe woanders aus? Wie läuft das da überhaupt wirklich ab? Und ich habe also von einem Kongress der Zeugen Jehovas, also einer Aufnahme, da sehen wir gleich, was los ist, ja. Das gucken wir uns jetzt mal an. Aber vorher gucken wir uns nochmal die Taufe an bei der Kirche, wie sie jetzt durchgeführt wird. In der heißen Zeit, in dieser gefährlichen Zeit, ja. Ja, und da spielen sie alle schön mit hier. So, der Pastor, ja, der Typ da mit seinem weißen Kittel und die Maske und eine Spritzpistole. Und da stehen die Eltern, halten das kleine Kindchen mit Kleid und dann wird das jetzt bespritzt und dann soll das die Taufe sein, ja? Naja. Gut, aber eine Sache ist dabei zu bedenken, das Kind, wenn das mal größer ist und sagt, du Pastor, ja, bei deinen komischen Sachen, die du glaubst, ja, das sehe ich aber ein bisschen anders und ich höre lieber, was Jesus in der Bibel sagt und mach das so, weil das, was ihr da so sagt, das glaube ich nicht so richtig, dann hat das Kindchen überhaupt gar kein Problem. Weder eine Familie, was auch immer. Jetzt sehen wir das mal bei den Zeugen Jehovas. Jetzt kommen wir mal und gucken uns das mal da an. Wie sieht das da aus? So. Ach, jetzt ist das hier so groß. So, jetzt gucken wir uns mal an. Ein Kongress bei den Zeugen Jehovas, keine 2 Jahre alt. Und jetzt sehen wir mal, was die so sagen. So, wir sehen uns jetzt erstmal nur die Täuflinge an. So, jetzt sind sie drauf. Nee, nicht. Zieht er jetzt wieder rüber. So. Ja, wir sehen die jetzt nur von hinten. Hier vorne ist der Typ, den wir eben gesehen haben, der da die Ansprache hält. Hier sehen wir also so zwei Jugendliche. Dann kommen wir zu diesen kleinen Kindern und da liegt nämlich gerade das Problem. Das nenne ich Kleinkindtaufe. Der hier mag vielleicht zwischen 10 und 12 Jahren sein. Zwischen 9 und höchstens 11, würde ich eher sagen. Der Kleine hier. Das ist schwierig zu erkennen, aber ich vermute mal, so groß wie der ist und der Kind, der Mann, der guckt ja kaum über den Stuhl rüber hier. Der könnte 5, sagen wir mal 6, 6, 7, 8 Jahre, höchstens 8, höchstens. Und sowas lassen Eltern dort taufen. Für mich unglaublich. Ich habe das als Zeuge Jehova, als ich damals aktiver Zeuge Jehova war. Wie gesagt, ganz viele Jahre Dienst am Griffel. Wer mich jetzt noch nicht kennt oder jetzt zum ersten Mal anschaltet, war ja über 25 Jahre da. Bestimmt vor 20 Jahre Dienst am Griffel oder so weiter. Und habe mich jetzt nicht eingeschleimt, dass ich jetzt unbedingt Ältester werden musste. Das war nie mein Ding, da die leitende Körperschaft anzubeten. Aber da komme ich an einem anderen Video nochmal zu. Aber ich habe das immer gesagt, Leute, wenn ich ein Studium hatte, auch mit Kindern, lasst die ungetaufte Verkündiger, meinetwegen könnt ihr machen, das habe ich gesagt. Ist aber auch schon so eine Sache, aber Taufe niemals. Wenn ihr euch da schon überreden lasst zum ungetauften Verkündiger, fand ich das schon schlimm. Eigentlich, aber Taufe, habe ich gesagt, macht das nicht. Weil ihr kriegt nachher nur Ärger, ja.
Die Eltern müssen sehen, dass die Kinder in den Predigtdienst kommen, regelmäßig und alles. Und sie haben die sofort die Ältesten an der Backe und labern denen die Ohren voll. So war das damals, als ich noch dabei war. Jetzt ist aber ein ganz anderer Punkt. Jetzt sehen wir das ja mit ganz anderen Augen und sehen ja, dass die sich überhaupt nicht an die Bibel halten. Und wenn das Kind jetzt, wie soll das diese Entscheidung fürs Leben treffen? Und jetzt kommt noch ein ganz gewaltiger Punkt dazu. Wenn das Kind jetzt hier sagt, ich sehe das aber ganz anders, du komische leitende Körperschaft, ja, du gar nicht, kommst gar nicht in der Bibel vor, leitende Körperschaft, ja, das ist eine Wortschöpfung. Und Jesus sagt aber was ganz anderes und 1914 ist total dummes Zeug, weil Jesus kommt sichtbar wieder und nicht unsichtbar. Und mit 1914 kommen wir später nochmal zu, da mache ich nochmal ein Video dazu, warum das aus anderer Sicht auch gar nicht sein kann. Aber wenn der diese Dinge jetzt so anders sieht zum Beispiel, dann hat er ein Riesenproblem zu Hause und der ganzen Familie, ganze Versammlungen, alles. Weil die werden sich alle trennen, damit denen darf er keinen Kontakt mehr, verliert. Also wo er aufgewachsen ist, sein ganzes Umfeld, sein ganzes Leben. Und das ist nämlich das Schlimme. Und da ist jetzt die Frage, würdest du das für dein Kind sowas machen? Och nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Dass das Kind sich da taufen lässt in so einer Organisation, ja, sowieso schon schlimm genug, und dann in diesem Alter, Katastrophe. Und die hauen aber auf den Putz und sagen, ja, die anderen haben Babytaufe, das haben wir nicht. Ja, toll, aber was ist das? Und dann mit diesen Zwängen hinten dran nachher, ja, wenn man irgendwie von glaubenstechnisch das daher ein bisschen anders sieht mit der Bibel. Also unmöglich, ja, unmöglich, finde ich. Okay, wir hören uns das mal an. Wir haben ja vorhin gelesen, wie es in der Bibel drin steht, wie die wirkliche Taufformel direkt von unserem Herrn Jesus lautet. Und was machen die da draus? Ja, die müssen hier Fragen beantworten. Und die Fragen hören wir uns mal an, wo die hier zustimmen sollen. Die erste Frage lautet: Hast deine Sünden bereut, dich Jehova hingegeben und Jesus Christus als Gottes Mittel zu retten? Angenommen, ist dir bewusst, dass deine Taufe dich als Zeugen Jehovas kennzeichnet und du damit zu Jehovas Organisation gehörst? Also du gehörst dazu einer Organisation. Du hast die Taufformel, die wird nie, die kommt auch nicht, auch wenn die jetzt zum Taufbecken gehen. Da kommt nichts mehr. Die steigen ja nur noch rein, werden untergetaucht, fertig. Da kommt nichts mehr. Das war hier alles. Der Heilige Geist ist komplett raus gewesen. Hört euch das sonst nochmal an. Spult einfach ein Stück zurück. Da ist nichts davon zu hören. Deswegen können die auch durch den Geist nicht geleitet werden. Deswegen sagen ja da oben die 144.000, also ihr könnt gar nicht den Heiligen Geist haben, ihr seid ja gar nicht darauf getauft, so ungefähr. Vielleicht haben sie es deswegen rausgenommen. Sie sind einfach auf eine Wachtumgesellschaft getauft, dass sie keine Zeugen Jehovas von damaliger Zeit oder die Zeugen Jahwes, wie es ja eigentlich richtig heißt, oder Jahwe, ja. Das waren damals die Mose und Josua und die alle, ja, die das alles miterlebt haben, was Gott machte damals, wie er die in das Land gebracht hat und so weiter. Dann kamen die Zeugen Jesu, das waren die Apostel. Und das sind die Zeugen der Wachtumgesellschaft. Und genauso werden sie auch getauft. Bloß das wissen die nicht. Die werden toll, also ganz, ganz, ganz schlimm, toll in Anführungsstrichen, ganz schlimm an der Nase rumgeführt. Ja. Nochmal, würdest du dein Kind so taufen lassen, ja? Oder zählt deine Taufe, überleg jetzt, viele haben ja die Frage, was mache ich? Ich war da auch drin in den komischen Verein, naja. Muss ich mich nochmal taufen lassen? Zählt das überhaupt? Ja. Du siehst ja, das hat mit Taufe überhaupt gar nichts mehr zu tun mit dem, was in der Bibel steht. Das ist völlig unbiblisch. Eine satanische Taufe, ja? Eine menschliche Taufe hat mit Jesus nichts zu tun. Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Also muss das ja, was Jesus sagt, richtig sein und alles andere ist falsch. Dann kann das nicht auch richtig sein. Und viele andere Punkte natürlich auch nicht. Aber da kommen wir später zu einem anderen Video. Also, so seht ihr mal, wie schlimm das eigentlich ist, was hier gemacht wird, dass das mit dem, was in der Bibel drin steht, ja, wirklich nichts zu tun hat. So, ja, das soll es hierzu denn also gewesen sein. Macht euch eure Gedanken dazu auf jeden Fall. Lest die Bibel regelmäßig, guckt euch das nochmal an in Matthäus Kapitel 28. Weil das hier ja, was wir eben gesehen haben, ist ein totaler Witz. Also dann macht's gut, bis die Tage. Tschüss.